So, hallo zusammen und willkommen zurück zu der Solo Sieg Challenge auf der 100er Karte. Euer SDK ist wieder am Start, beziehungsweise hier heißt sich Phantom. Wir haben bereits Tag 8. Liebe Leute, ich habe gestern leider keine Zeit gehabt, um aufzunehmen. Und heute bin ich auch recht spät dran, bin ziemlich platt, war ein bisschen unterwegs und ja, nicht viel geschlafen. Also entschuldigt bitte, meine Stimme ein bisschen rauer klingt als sonst oder ein bisschen verplanter bin als sonst. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Zeitung. Wir sind nach wie vor Platz 1, 72 Punkte, Baffin, Platz 2 mit 55, Russisch-Turkestan, Platz 3 mit 54. Und wir sehen, wir haben hier 1000 Mann verloren gegen Französisch-Algerien, die wir gerade angreifen. Sie haben 13.000 verloren, was gab's da gestern noch? Gegen Nigeria haben wir 4000 Mann verloren, sie haben 55.000 verloren. Und somit kommen wir auf eine Kill Death Rate von 8,25, also langsam schaut es wirklich gut aus. 132 zerstört, 16 haben wir verloren. Wir haben insgesamt 252 Einheiten und was sagt die Statistik in der Zeitung so? Mächtigsten Armee in der Welt 4,16%. Wir sind auf Platz 1 und zwar mit Abstand, Leute. Platz 2 hat fast die Hälfte von uns. Und beliebteste Nation der Welt sind wir nach wie vor auf Platz 1. Was gab es gestern? Effizienteste Industrienation waren wir nicht dabei, weil wir sehr viele neue Gebiete erobert haben. Müssen natürlich erstmal ausgebaut werden. Apropos Ausbau, Tag 8. Tag 8 klingelt bei euch bestimmt. Heißt Fabriken. Genau, also die ersten Eisenbahnen sind jetzt schon durch. Und jetzt sind die ersten Fabriken auch schon am Start. Das werden demnächst noch viele weitere in Bau gehen. Allerdings erstmal nur drei Fabriken. Nicht, dass wir keine Ressourcen haben. Ressourcentechnisch schaut da ganz okay aus, aber wir haben noch viele neue Gebiete erobert, wo wir eben Fabriken bauen werden, aber erstmal die Eisenbahn noch ein Stündchen brauchen, zum Beispiel hier 6 Stunden 37. Ne? Und gucken wir mal den Kasernen. Hier kann man es mal deaktivieren, oder? Ach ne, ich baue ja hier Kavallerie, okay. Wo ist denn das? Ah, ja, okay. Das Gebiet muss ich euch noch erklären. Ne, das war's gar nicht. Das war das hier. Das habe ich gestern verloren. Die KI hat uns hier angegriffen. Der hat ja hier 41 People noch drin gehabt. Dann hat er hier 10 hier in diese Provinz geschickt nach Agadez. Die habe ich abgefangen. Und in der Früh ist mir dann aufgefallen, über Nacht hat er mir hier Jamena hier eingenommen. Ja, das musste ich dann wieder zurückerobern und dann habe ich den komplett vernichtet. Und damit ist der Geschichte. Und wir greifen inzwischen auch schon Französisch-Algerien an. Wir greifen Französisch-Algerien an. Allerdings sind wir nicht die Einzigen, die sie angreifen, wie man sieht, weil hier der Sudan ist nämlich auch, hier auch im Vormarsch. Irgendwann mal Fesselballonchen mal ein bisschen nach Norden schicken und wo steht der eigentlich rum? Der soll mal hier gehen. Habe ich ganz vergessen, dass der auch fertig geworden ist. Brauche ich hier nicht noch einen, genau. Okay, und danach sogar noch einen. Also in 3 Stunden haben wir noch einen Fesselballon. Den werde ich dann hier auch so hinpflanzen. Hier habe ich ja einen bereits stehen. Den werde ich mal auch mal das Wasser ziehen hier so, dass wir noch mehr Sicht haben. Die ersten Einheiten hier sind auch schon das Wasser geschickt worden, einfach um Sicht zu haben hier. Französisch Madagaskar-Spionett hier auf unserer Küste. Der ist aber demnächst sowieso bald dran. Der landet hier nach wie vor Armeen, schickt hier jede Menge Zeug. Der Spieler hier im Süden, der ist zwar uns sehr gesonnen. Der wohlgesonnen will die ganze Zeit mit uns handeln und will die ganze Zeit mit uns hier Wegerecht und so weiter machen. Er gibt uns auch Wegerecht, aber ich habe ihm keins gegeben. Er hat sich der Afrika-Koalition angeschlossen, die aus Französisch Madagaskar besteht, aus ihm eben, aus Angola und aus diesem inaktiven Spieler, ja. Also, ja, der Plan ist wie folgt. Sein Kollege greift ja hier inzwischen diese KI an, hat auch schon die Hauptstadt von dem erobert. Und ja, also ich habe sowieso vor, hier demnächst anzugreifen. Ja. Ihr kennt mich ja, ne? Ich werde ja hier einfach mal was Lustiges machen. Und zwar werde ich mal den Move machen, dass ich, also ich schicke mir hier schon mal ein paar Männer, die sind ja schon einigermaßen aufgetankt hier mit Trefferpunkten. Wird natürlich jetzt täglich mehr, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das eventuell vorher schon mal werde die KI hier angreifen oder wenn er hier alles erobert hat. Und auf diesem Weg habe ich einen kürzeren Weg, ihn anzugreifen. Hier hat er ja eine Stufe 4 Festung. Komme ich nicht durch. Er kommt bei meiner Stufe 5 Festung natürlich auch nicht durch. Ne? Also, ja, Sache ist halt eben die, dass ich ihn halt eben dann auf dem besten Weg angreifen werde und das wäre hier. Also ich werde jetzt ein paar Pferde hier, die nächsten Kavallerien, die gebaut werden, die werde ich hier alle sammeln. Alle anderen sind noch nach Norden unterwegs.
Richtung Algerien eben. Und Algerien werden wir einnehmen, auch direkt Marokko und auch danach Französisch-Westafrika. Und der Spieler hier aus Spanien ist wieder zurück scheinbar. Der aus Frankreich nach wie vor inaktiv. Allerdings werde ich hier, wenn ich hier alles erobert habe, werde ich versuchen, nach Spanien überzusetzen und hier in Europa so viel wie möglich einzunehmen, bevor hier das jemand anders tut, zum Beispiel der Grieche oder hier der Russisch-Finne oder eben UK, der inzwischen, also Irland, der inzwischen UK erobert hat und gerade sich komplett über UK breit macht. Wobei, da sehe ich gerade, ist auch dänisch Grönland gelandet, wie es aussieht. Interessanter Spieler, Jan.102. Kenne ich noch gar nicht. Schauen wir den mal an. Level 7. Alles klar. Hier ist der Garfield King hier unterwegs. Was ist das für einer? Level 3. Kenne ich auch noch nicht. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, der Plan ist, mit dieser Armee hier, die ich habe, nach Norden, dann Richtung Europa ein auszuschippen und dann so schnell wie möglich Spanien einzunehmen und dann in Europa so schnell wie möglich alles einzunehmen. Da werde ich auch Artillerien und so weiter und Kreuzer und so weiter hinschicken. Soweit bin. Hier werden noch ein paar Häfen gebaut. Hier bereits in 8 Stunden 52 fertig. Ist schon mal nicht schlecht. Tut unserer Fischproduktion ganz gut. Habe ich denn irgendeinen Hafen, was schneller fertig ist? Ich möchte da ehrlich gesagt nicht unbedingt in der Fischprovinz die Fabrik bauen, aber wenn es sein muss, dann mache ich das. Ja, sind tatsächlich die einzigen, die demnächst schnell fertig werden. Die werden auch hier sehr lange brauchen. Ja gut, dann werde ich das in der Fischprovinz hier eben basteln. Wird mal hier Werkstätte und Fabrik im Bau geben. Na, jetzt hängt es irgendwie ein bisschen. Jetzt, okay. Ja, ich kann es nicht zweimal bauen. Kann nichts dafür, dass du hängst. So. Und hier auch bitte. Ach, hier habe ich schon. Okay. Nochmal eine Stufe 4 Fabrik auch nochmal in die Warteschlange. Genau. Also hier werde ich auf jeden Fall hier nach Süden angreifen. Und zwar diesen Spieler. Und Madagaskar werde ich auch wegmachen. Den Spieler werde ich am Leben lassen. Der hat mir nie getan, der ist immer freundlich und wenn er mich nicht angreift oder den nicht angreifbar kündigt, dann werde ich ihn auf jeden Fall erst einmal leben lassen. Später, ich habe ja mit dem 24 Stunden nicht angriffspakt, also ich kann es kündigen und danach 24 Stunden ist es ja aufgehoben. Und ja, schauen wir mal, ob ich das so mache. Genauso habe ich ja das mit den People hier auch, die mich übrigens angeschrieben haben, diese drei. Der Ägypter hat mir angeschrieben, ja, und ich soll doch denen den Norden lassen. Die würden ja gerne Algerien und Marokko haben. Nö, wieso soll ich das denn machen? Bin ich denn blöd? Dann wäre ja hier voll komplett abgeschnitten Richtung Europa. Und die könnten sich hier auch noch die ganzen inaktiven Spieler auch noch einverleiben. Das mache ich natürlich nicht. Tut mir leid, ich habe zwar mit denen auch einen Nichtangriffspakt über 24 Stunden, wenn die mich angreifen, dann ist gut. Wenn nicht, dann haben sie Pech gehabt. Leid, aber ich kann nicht hier auf alle Rücksicht nehmen. Ich habe dem nur geschrieben, so ja, hier die nördlichen Gebiete von Algerien habe ich denen übrig gelassen. Fertig. Mehr gibt es da auch nicht. Genau, ich hole mir jetzt diese zwei Provinzen hier auf jeden Fall. Da stürze ich mich sofort auf Marokko. Dann können die nämlich Marokko nicht einnehmen. Ich brauche unbedingt die Hauptstadt. Die Hauptstadt Algier kann ich denen lassen, kein Problem. Ich habe dann immer noch hier die Hauptstadt von Französisch-Westafrika auch noch zum Holen später. Genau, und die ersten Fabriken sind ja wie gesagt im Bau. Das heißt, danach in ein paar Tagen kommen dann auch die ersten Artis und so weiter. Da wird das Spiel schon erheblich beschleunigt, wenn die Artis da sind. Ne? Ich meine, die sind zwar langsam unterwegs, aber die machen dann ordentlich die Festungen platt und so. Und das wird sicher richtig cool. Und ich kann auch direkt mal die ersten Artis schon mal in die Warteschleife setzen. Wieso nicht, ne? Oh, machen wir das schon mal hier und. Habe ich schon gemacht. Ne, hier werden eine Kavallerien gebaut. Genau, hier werden auch noch Kaps gebaut. Eine Stunde 14. Ja, wartet mal. Ich werde hier erstmal eine Kaff werde ich noch lassen. Jetzt hängt es wieder. Also eine Kaff werde ich auf jeden Fall noch durchlaufen lassen. Ein Tag 14 Stunden. Weiß ich nicht, ob ich noch die zweite laufen lassen soll oder direkt die Arti machen soll. Der hängt aber jetzt gerade eh. Leider ein bisschen blöd manchmal, wenn die Serverstabilität nicht so macht. Hier kann ich aber tatsächlich auch schon mal die ersten Artis in die Wege setzen. Ja, je mehr Artis, desto besser. Ne? Also ich habe genug Eisenerz, ich habe auch sehr viel Öl. Ich habe auch vorhin noch ein bisschen rumgehandelt mit ein paar Leuten hier. Hab dann noch mal gar nicht. Ne? Komisch, dass man das hier nicht sieht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gehandelt, habe ein bisschen Nahrung gekriegt und ein bisschen, was war das? Ein Holz und habe für Geld eben. Ich habe jetzt auch sehr viel Geld und dann kann ich das hier vielleicht aufkaufen. Vielleicht geht ja mein Angebot dann zuerst weg. Hier kann ich noch ein bisschen Holz günstig einladen.
Das ist aber nicht mehr so günstig hier. Warte jetzt mal kurz, das brechen wir mal ab und dann mache ich mal einen an selber. Ich habe ja gute Rohstoffproduktion, also von daher kann ich mir das tatsächlich erlauben, auch ein bisschen was zu verkaufen. Machen wir mal hier. Gibt ja ordentlich Geld. Bei Eisen machen wir das ebenfalls. Scheinbar war hier einiges auf dem Markt los. Die letzte halbe Stunde oder was, wo ich eigentlich reingeschaut habe. Ja, da wurde einiges gekauft und verkauft und so. Naja, gut. Genau, Kohle und Öl und Gas, glaube ich. Oder Kohle und, also auf jeden Fall Kohle und Öl haben wir auch noch gekriegt. Alles für günstiges Geld. Weil, wenn er es übrig hat, ich habe es genommen. Ich habe ihm Geld gegeben und er hat mir halt den Rohstoffe dafür gegeben. Also ist auch nicht schlecht. Und mit British Matras habe ich dann auch noch einen Handel durchgeführt. Dem habe ich für viel Öl habe ich einiges an Holz abgegeben. Also war ein fairer Tausch, kann ich nicht sagen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Kohle geholt, weil wir ja noch sehr viel Fabriken, sagt schon, Eisenbahnen im Bau haben. Ich gehe mal hier minimal in Minus in Gas, wobei ein bisschen mehr. Genau so. Hab jetzt falsch gemacht. So, minus 35, genau. Und dann Gas. Und hier haben wir immer noch ordentlich Minus bei Getreide und Fisch. Aber wenn jetzt hier der Häfen auch fertig werden und jetzt nach und nach immer mehr, glaube, mehr Moral kriegen, hier 70% immerhin schon, hier 62. Dadurch, dass wir immer neue Gebiete holen, dauert das halt natürlich eine Weile. Aber wenn wir bald die Hauptstadt von Marokko haben und später dann auch noch von Westafrika, soll es eigentlich ganz gut aussehen. Und dann werde ich mich natürlich hier auch auf die Hauptstadt von dem hier stürzen, ne? Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich vermute mal, der Madagaskar-Kollege wird den auf jeden Fall unterstützen. Aber ob der Angolese hier damit macht, weiß ich nicht. Vor allem ist interessant, was hier sich noch entwickelt mit diesen drei People. Ja, ob die das akzeptieren, was ich geschrieben habe, dass ich denen den Norden schon übrig gelassen habe. Den Rest krall ich mir, ganz klar. Und generell ist auch sehr spannend, weil hier gibt es halt noch ein paar andere starke Mächte außer mir. Ne? Ich bin ab 42 Provinzen. Russisch-Finnland ist sehr gut unterwegs mit 42. Den Spieler noch mal vielleicht kurz an. Der ist Feldwebel und hat eine einigermaßen okay Kill Death Rate und so weiter. Nicht ganz so viel Erfahrung, aber das passt schon. Mein Level 7, also dafür macht er sie wirklich sehr gut. Pepper nutzt, British Bengal, dem habe ich auch schon geschrieben. Öfters sehr gut unterwegs. Bafar ist noch gut dabei, was sehr selten zu beobachten ist. Also, jedenfalls habe ich selten gesehen. Russisch Turkestan ist noch gut dabei und eben Deutschland Sania, dem wir ja dann die Gebiete abjagen wollen. Das ist der hier. Der natürlich hammergeil, ne? Wenn ich dann hier das ganze Zeug hier kriegen würde und dann hier eben auch noch alles. Und der Angolese würde halt daneben, dann würde ich sagen, ja, du kannst ja hier nach Südamerika gehen oder keine Ahnung wohin. Also ich werde ihn nicht angreifen, außer es muss sein oder er wird mir zu groß oder so, dann mache ich schon, aber also da werde ich halt vorher den nicht angriffsbar kündigen. So, das war's erstmal für heute. Hier seht ihr übrigens noch, dass Neu-Südwales inzwischen hier gut unterwegs ist. Der hat hier die nördlichen Territorien sich eingekrallt. Generell hier ist die ganze Gegend noch aktiv. Ja, hier nicht mehr so. Da sind schon drei People wieder inaktiv. Ja, die Inaktivität greift natürlich jetzt um sich. Ja, Südamerika ist noch hier. Brasilien da und Piratini und Argentinien. Und in Nordamerika ist auch nicht mehr so viel aktiv. Ja, ihr seht hier, da ist noch hier die Vereinigten lateinamerikanischen Nationen. So, jetzt habe ich es aber hingekriegt. Die Karibik ist noch da. Und russisch Alaska sehr, sehr stark unterwegs und eben Bafar. Und alles andere ist auch inaktiv dort. Und in Europa gibt es halt auch nicht mehr so starke Mächte. Bis auf Russisch-Finnland, der wirklich sehr stark spielt. Und Russisch-Turkestan muss man auch noch erwähnen, der wirklich sehr stark ist. Ja, bin mal gespannt. Hier British Bengal und British Madras, beide, mit beiden haben wir ja öfters kommuniziert. Freundlicher, netter Spieler bis jetzt, alles super. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.